So, wir bauen uns gerade ein Zelt. Ich kann nicht mehr vor Lachen. Ich bin nass wie Sau. Und da hinten sind schöne Container mit warmen Öfen drin. Und wir dürfen uns hier einen Zeltplatz bauen. Look this. Gracias. You have to hook? Don't open the windows during the night. Yes, and open the windows. So, ich möchte euch mal unser Haus von dieser Nacht vorstellen. Das ist unsere Quelle. Wir sind also gestern hier im Ströbenregen angekommen. Nachdem wir von dort oben über den Pass gekommen sind, haben wir hier bei den Bauarbeitern gefragt, ob sie uns schlafen lassen in diesen schönen Containern oder in dieser Hütte. Doch leider haben sie Nein gesagt. Für uns gab es dann eine einzige Alternative, dieses schöne neue Haus mit den fertigen Fenstern. Ja, ich gehe jetzt mal durch den Eingang. So, da ist also mein Zimmer. Auf der linken Seite. Auf der rechten Seite schlafen meine französischen Freunde. Natürlich immer noch, obwohl es schon um 8 ist. Wenn wir weitergehen, ist hier die Garage für die Fahrräder. Auf der Seite ist der Trockenraum, ihr seht, die Fenster sind geschlossen, kann also nichts passieren. Und auf der anderen Seite, hier, ist die Küche, in dem ich gerade dabei bin, lecker Kaffee zu kochen. Und ich habe auch schon jemanden gehen gehört. Das heißt, sie wachen auf. Ja, wenn sie Kaffee hören, dann sind sie sofort dabei. Jo, so gut kann es eingehen. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Viel Spaß euch. Ciao. So, 20 Minuten später sind die ersten Arbeiter eingetroffen, die unser Haus vollenden wollen. Und die französischen Freunde sind aufgewacht. Sie machen sich in der Küche gemütlich. Der Kaffee ist fertig. Und das Marmeladenbrötchen. Ah, das ist Spezialität, französische Spezialität. Man titscht wie eine alte Frau das Marmeladenbrot in den Tee und schlürft es dann. So, ja, da seht ihr die Arbeiter, die ja so fleißig dabei sind. Haus vollenden. Und wir lassen es uns schmecken. Viel Spaß, bis später. Ciao.